Unglück am Flugplatz Speyer. Ein Oldtimer-Flugzeug ist dort heute Morgen abgestürzt. Für den erfahrenen Piloten kam jede Hilfe zu spät. Das ist gleich eines unserer Themen bei der Landesschau aktuell um 18 Uhr. Wir müssen zeigen, ob die Berechnungen des Ministeriums aufgehen. Ein tragisches Unglück ist heute Morgen am Flugplatz Speyer passiert. Dort ist ein Oldtimer-Flugzeug auf eine Ackerfläche gestürzt, bevor es die Landebahn erreichen konnte. Der 44-jährige Pilot kam ums Leben. Weitere Personen waren nicht an Bord. Experten des Luftfahrtbundesamtes versuchen nun herauszufinden, was genau passiert ist. Es war ein Flugzeug wie dieses, eine russische Yak, mit dem Tobi D. heute Morgen in Speyer zu einer Platzrunde gestartet ist. Wenige Minuten später lag die Maschine zertrümmert und ausgebrannt am Feldrand. Der Pilot konnte sich nicht mehr retten. Warum das Flugzeug abstürzte, ist noch völlig unklar. Tobi D. war ein sehr erfahrener Pilot, sagt sein Vereinskamerad. Der flog schon von Kindesbeinen an, auch durch die Eltern mit beeinflusst. Der Vater war auch aktiver Pilot. Und er hat über den Segelflug und den Motorflug dann auch später seine Karriere als Verkehrsflugzeugführer fortgesetzt und dort einen Jumbo als Frachter über die Weltmeere gesteuert. Er war Flugkapitän und ein sehr, sehr erfahrener Pilot mit vielen Tausenden von Flugstunden. Am kommenden Wochenende wollte Tobi D. mit seinem Verein hier in Speyer eine Flugschau mit Oldtimern abhalten. Die Veranstalter standen jetzt vor der Entscheidung, absagen oder nicht. Ich bin natürlich die Nachricht erst 2 Stunden, 3 Stunden alt, noch doch sehr mitgenommen. Es war sehr schockierend, es so zu erfahren. Aber wir haben uns jetzt schon Mut gemacht, damit zu sagen, wir machen es für ihn. Die Flugschau am Wochenende, hier Bilder vom vergangenen Jahr, wird also trotz des tragischen Unglücks stattfinden. Auch der erste Transatlantikflieger, die Super Constellation, wird wieder dabei sein. Tobi D. hätte es so gewollt, sagen die Veranstalter. Abzusagen wäre das Letzte gewesen, was der verunglückte Pilot, der Tobi, unser aller Freund, gewollt hätte. Deswegen werden wir es durchführen. Wir werden es in leicht veränderter Form durchführen. Und wir werden selbstverständlich bei der Eröffnung des Festes auf diesen tragischen Unfall hinweisen. Und wir werden den verunglückten Piloten auch mit seinem Lebenswerk öffentlich während des Festes würdigen. Jetzt wollen seine Freunde natürlich auch wissen, wie es zu dem Unglück kam. Bis die Flugunfallexperten ein Ergebnis haben, kann es aber mehrere Wochen dauern.